Gut, da sind wir hier wieder im Biercafé West für eine neue Folge von We Want Beer. Der Junaid und ich haben uns hier drei Biere rausgesucht. Die hast du mitgebracht aus Frankenland. Aus Frankenland, dass der Junaid sich so weit runtertraut, ich hätte es nicht gedacht. Ja, das ist die Heimat von meiner Frau. Ja. Ist Ausland, ist halt so. Okay, du hast auf jeden Fall eine Riesenauswahl mitgebracht und wir haben uns drei Biere rausgesucht. Ich habe die mal aufgebaut nach Höhe der, des Prozentsatzes, glaube ich, 5,2, 5,4, 5,5. Allerdings, glaube ich, trinken werden wir sie erst das, das und am Ende das Red Ale. Ja. Weil damit wir halt irgendwie so im Geschmacksrhythmus bleiben und nicht eben traditionell uns einfach hocharbeiten an den Prozenten. Das heißt, ich sortiere mal um. So, und über die einzelnen Biere reden wir ja jetzt. Also ich würde sagen, ich habe Durst. So, als erstes haben wir ein Hochzeitsbier. Das hätte ich jetzt mal nicht aufmachen sollen, das könntest du ja aufmachen, wenn du es schon zusammen mit deiner Frau gebracht hast, und zwar das vom Brauhaus Faust. Könnte ja auch aber was heißen nach ihm. Du bist ja Junggeselle. Okay. Ich habe es auch nicht gewusst. Der Bier, der Großhändler, hat mir alles mitgegeben. Das ist jetzt ein Zufall. So, das ist ein Dry-Hopped-Lager, also ein trockengehopftes. Okay. So, einmal für dich. Und einmal für mich. Jo. Sieht erstmal ganz normal aus, würde ich sagen. Bisschen trüb. Mhm. Faust. Interessant. Okay. Naturtrüb. Ich habe ein bisschen mehr Schaum als du. Ich habe einfach, glaube ich, anders geschüttelt bei mir. Aber trotzdem ist dieser Schaum. Sieht gut aus. Aber ist ja egal, wie es ausschaut, ne? Ach, das wird dir gefallen, glaube ich. Neuerdings haben wir was gelernt von Achim. Was denn? Mit der Nase. Nur mit der einen Nase. Riechen. Genau. Fairerweise, ich habe das selber gelernt, auch erst vor knapp einem halben Jahr. Und zwar in der Balke hier in Dortmund, da war ich beim Gin-Tasting. Und der Marc, der Barkeeper, hat mir verraten, dass man eigentlich immer nur ein Nasenloch hat, das richtig gut riechen kann. Und das kann man mal ausprobieren, wenn man die beiden unterschiedlichen Nasenlöcher nimmt. Da haben bisher allen, denen ich das erzählt habe, gemerkt, dass sie ein starkes Nasenloch haben. Bei mir ist halt das rechte. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Auch recht. Ich bin heute ein bisschen gehandicapt, weil ich erkältet bin. Von daher mit dem Riechen ist das so semi. Riecht aber sehr hopfig. Will ich auch sagen. Sehr hopfig. Ich würde sagen, ein bisschen fruchtig. Aber wie gesagt, ich bin gehandicapt. Deswegen ein bisschen bin ich mehr fürs. Rauchig, aber. Rauchig? Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, obwohl das ein Hochzeitbier, ein Dry Hop Lager ist. Ja, wie so ein IPA, aber bin gespannt, wie der. Hätte ich jetzt vom Geruch auch gesagt, ja. Halt. Also hopfig, IPA. Dann probieren wir mal. Probieren wir es mal. Doch, leichter Rauchgeschmack. Aber so leicht, dezent. Ich würde jetzt ja sagen, ich hätte es von mir aus wahrscheinlich nicht gesagt. Also nicht, dass du es mir jetzt eingeredet hast, aber ich kann das nachvollziehen, wenn einer sagt, das schmeckt rauchig. Aber so leicht, dezent, nicht so? Und es schmeckt nicht so hopfig, wie es riecht. Ja. Ist das vielleicht das Trockengehopfte? Ich finde es aber ganz lecker. Da wirst du auch nicht schlau raus, wenn er. Ah. Als er um die Hand von Babette anhielt, bat sie ihn ein nach Hopfen. Hopfenduftendes, aber nicht bitteres zu brauen. Hat das was mit Faust zu tun? Nee, das ist der Braumeister. 1875. Ja, aber ich kann sich auf Faust, auf die Geschichte von Faust beziehen. Nein, das ist der Braumeister. So. Johannes Albert Faust. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ich bin nicht doof.
Das ist schon begriffen, aber hätte er sagen können, dass ich der Geschichte auf die Geschichte beziehen von dem Faust, weil die gleichzeitig genauso heißen. Faust war doch anders. Du, ich weiß, dass es existiert, ich habe es nicht gelesen. Gut, dein Glück. Ich fand es eh schrecklich. Aber das ist... Okay, aber was für eine Geschichte war jetzt? Jetzt bin ich durcheinander. Als er um die Hand von Babette anhielt, bat sie ihn, ein nach Hopfen duftendes, aber nicht bitteres Bier zu brauen. Wieder eine Frau. Aber da haben wir es doch. Ist eben auch nicht so bitter. Er erfüllte den Wunsch, heiratete sie und begründete mit ihr die Baufamilie Faust. Okay. So. Eigentlich müsste man jetzt rausschneiden, den ganzen Mist, den ich über Faust erzählt habe. Aber es ist, wie es ist. Jetzt wissen wir zumindest, dass Juliet ein Buch gelesen hat. Der war aber zwanghaft. Darüber haben wir eine Klausur geschrieben. War das die richtige Ausgabe oder die kleine wo nur die wichtigen Sachen drinstehen? Willst du mich umbringen? Mir ging es um nur die kleine Zusammenfassung. Hat gereicht. Okay. Also, ich bin dem Bier gut gesonnen. Ich würde ihm eine 3,75 geben auf Untappd. Okay. Also, ich finde das Ganze wirklich lecker runtertrinken, auch eher für den Sommer. Also, du wirst nicht so leicht. Also, bist schon überzeugt mit 3,75? So. Meinst du, kann man das im Sommer oder kann man das auch... Ach, das geht doch im Frühling und im Herbst. Ich meine, eigentlich geht es immer. Also, es ist halt ein solides Bier. Aber ich finde es halt für den Sommer, glaube ich, ganz nett. Also, es ist ein anderes Bier. Also, ich würde sagen, sag mir nicht jetzt, was der Durchschnitt ist. Ich würde auch 3,75 geben. So, bin ich mal gespannt, was der Durchschnitt ist. Ich habe selber noch nicht gesehen. So, Foto, Biercafé West und Check. Boah, also, der Durchschnitt, jetzt muss ich nochmal drauf tippen, der Durchschnitt hat 3,54 gegeben und einer meiner Freunde hat 4 gegeben. Da hat sogar schon einmal einer getrunken. Der Martin von der Fetten Kuh. Okay. Das ist aus Köln, so ein Burger-Restaurant. Und, cool. Der trinkt auch gerne Bier. Ja, finde ich aber eine 4 schon. 4 finde ich zu viel. Ja, also es ist gut. Es ist süffig. Man kann es angenehm trinken. Faust. Nicht mit dem Buch vergleichen. Ist aber ein schönes Etikett auch, finde ich. Ja, Brauhaus Faust. Hochzeitsbier. Okay. Zurück in die Riege der Biere. Und wenn du fertig bist, machen wir das Zweite. Das Nürnbier, 3 im Seidler. Was heißt denn das, 3 im Seidler? Das weißt du auch nicht, oder? Deine Frau wird das bestimmt wissen. Drei im Seidler. Also Nürnbier ist halt von der Biothek ein selbstgebrautes Bier, also oder in Auftrag gegebenes Bier, was für die gebraut worden ist. Und ich habe es schon mal von Ferdi gehört, von der Bieragentur Dortmund. Der hat darüber jetzt viel erzählt. Ich hoffe, es ist weizig. Achim liebt ja Weizenbier. Das ist nicht weizig, das ist ein kaltgehopftes Lagerbier, also. Okay, das mag der auch. Da würde ich jetzt mal eher so in Richtung Helles tendieren. Helles, interessant. Auch von der Flasche her. Das ist so eine klassische Flasche, wo ich immer denke, wenn du die kaufst, irgendwo, auch gerade in Süddeutschland, ja, das ist ein Helles. Okay. Sieht genauso aus wie gerade. Dann kommen wir noch ein bisschen was. Reicht. Ui, ist das ein 0,5er? Ja. Ja, okay. Flasche leer. Flasche leer. Ja, sieht genauso aus wie gerade. Also auch sehr trüb. Und auch eine ähnliche Schaumkrone.
Übrigens habe ich dir mal vorgeschlagen, dass wir mal dorthin pilgern. Ja, das finde ich gut. Also nach Frankenland. Aber wenn es wärmer ist, ne? Warum? Weil es schöner ist. Und du dann auch schön im Freien. Stimmt, können wir Fahrrad fahren. Das Fahrradfahren ist super, ey. Du sagst nicht, du fährst Fahrrad gerne. Weißt du was? Wir fahren dann so ein Fahrrad, wo man zu zweit drauf sitzt. Ein Tandem? Ja, und ich sitze hinten. Und tritt? Ja, ich trete. Ich werde treten. Aber ernsthaft, du fährst nicht gerne Fahrrad, oder? Ich? Früher. Wieso? Ey, ich finde Fahrradfahren, das mache ich mir jetzt auch keine Freunde. Das Behämmertste von allem. Also, ich hasse Fahrradfahren. Ja, finde ich, nehmen wir einen E-Scooter. Da laufe ich halt lieber. Finde ich, nehmen wir einen E-Scooter. Obwohl, laufen ist auch ganz gut. Das mache ich gerne. Boah, der riecht doch. Ich sag, ich hab's noch nicht. Der riecht genauso, schmeckt genauso, würde ich sagen. Ich habe ja schon getrunken. Okay, jetzt probiere ich auch. Okay. Das schmeckt echt total ähnlich. Bisschen also, anders, aber ähnlich. Ein bisschen anders, aber ähnlich, aber ist auch eine schöne Definition. Boah, das ist interessant. Vom Aroma her ist es genauso. Also wie gesagt, beim Riechen bin ich jetzt wegen der Erkältung echt raus. Ich rieche halt ein bisschen hopfig, aber... Wird das vielleicht bei derselben Brauerei gebraut? Hat 5,5 statt 5,4. Und ist nicht trocken gehopft, sondern kalt gehopft. Hab mich verschluckt. Drei im Seide. Was heißt das? Du als FC Bayern München Fan. Das ist ja fränkisch und nicht bayerisch. Da fängt das schon mal an. Ist Bayern. Und München ist auch nicht Bayern. München ist die Weltstadt mit Herz. Ich google jetzt, was Drei im Seide heißt. Seide mit AI? Ja, hier steht's. Drei im Seide. Seidler. Nee, mit EI. So. Drei im Seidal. Ja. Jetzt finde ich das Bier zwar, aber... Oder Seidler. Schreib mal einfach Seidler. Es gibt ja diese Fünf-Seidler-Eck. Wo die ganzen Brauereien sind, glaube ich, ne? Okay. Also. Seidler, Nürnberg-Wiki. Das klingt doch schon mal hier ganz interessant. Ein Seidler, ein Seidel ist im Franken ein Bierkrug oder Bierglas mit einem halben Liter Bier. Ach so. Hopfen, Malz, Freunde. Drei im Seidler. Das heißt, in diesem Bier, denke ich mir, hast du Hopfen, Malz, Freunde. Freunde. Ja, okay. Ich weiß nicht, was jetzt mit den Freunden. Hopfen, klar, Malz, Freunde? Oder Freude? Ja, Freunde. Ich will Freunde. Ja, Freunde wäre eigentlich niedlicher. Aber vielleicht, weil man mit Freunden trinkt. Ja, ja. Freunde. Aber jetzt wissen wir zumindest, dass es ein Seidler ein Seidel ist. Ein Seidel. Seidel. Also, wenn ich jetzt dem gerade 375 gegeben habe, würde ich gefühlt dem auch 375 geben. Also, jetzt das irgendwie 0,25 abzuwerten gegenüber dem anderen, finde ich jetzt, also ich jetzt in meiner Range, wie ich halt bewerte, wenn ich antippe. Es ist etwas anders. Ja, ja, das ist schon anders, aber halt mir schmeckt es halt ähnlich gut. Weil du könntest mir beides, sag ich mal, ich habe ja gerade Sommer gesagt, im Sommer hinstellen und ich sag, ja, ist lecker, da kannst du ein, zwei von trinken draußen. Nürnbier. Boah, ich bin voll fasziniert von dem, ob das dasselbe Bier ist. Ist gleich, aber anders, ne? Mhm. Das kann nur der, ich glaube Christian hieß der dieses Bier brauen lässt. Nur der kann uns das beantworten. Ja, da können wir ja auch nochmal recherchieren. Das werden wir überprüfen. Ne? Genau, das werden wir überprüfen. Die Flasche, weiß nicht, ob ich die so toll finde. Das ist typisch Bayern.
das sind typisch diese bayerische Flaschen. Also ja, der ist aber früher hier auch gehabt im Ruhrgebiet. Ja, ja, stimmt. Das sind diese. Ja, in Bayern ist ja noch Retro. Aber halt, ich meine, das ist halt so, also für mich jetzt irgendwie, das finde ich schon stimmig, das ist so pseudomodern, aber irgendwie so eine alte Flasche vom Logo. Okay, das ist Nürnberg, typisch Nürnberger, diese ja. Burg. Das ist auch ganz interessant. Also die Stadt ist historisch ganz interessant. Also es ist eine sehr schöne Stadt, aber es ist nicht Dortmund. Also ich war in Nürnberg, glaube ich, in meinem Leben 2 oder 3 Mal. Also so viel habe ich davon auch nicht gesehen. Ich war letztes Jahr auf dem Christkindlmarkt. Okay. Ich glaube, das ist das Touristische, was er auch machen kann in Nürnberg. Mhm. Ich bin jetzt eh nicht der Weihnachtsmarkt-Typ, aber es hat auch aus Strömen gegossen. Deswegen, da war ich froh, als ich wieder also rein, raus, drüber gelaufen und wieder in Zug. Er hat aber jetzt nichts mit Nürnberg zu tun, also nichts gegen Nürnberg. Oh, der hat den besten... Also, wenn ich dorthin gehe, gehe ich auf jeden Fall auf... Wie heißt das nochmal? Kosten, ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Straße, wo nur türkische Dönerläden sind. Und da gibt es einen Dönerladen, nennt sich Urfadrüm. Und die machen wirklich sehr guten Döner. Also jetzt machen wir Werbung, aber ist halt so. Und da, wenn wir dorthin fahren, müssen wir auf jeden Fall ihn nachheben. Mhm. Und du kriegst da richtig, also Döner ist nicht Döner für mich. Döner ist wirklich, wenn du Döner selbst machst, ist Bier ist ja nicht gleich Bier. Ja, ja. Ist Pizza ja, ist auch nicht gleich Pizza. Genau. Und die machen Döner selber. Also richtig so Rindfleisch, nicht Hackfleisch, sondern Rindfleisch. Und das kannst du essen. Das ist so lecker. Ja, dann auf die Liste packen und Pilgerfahrt. Pilgerfahrt. Nicht nur Bier, sondern Döner auch. Hashtag Pilgerfahrt. Während wir das noch austrinken, gleich landen wir beim Red Ale. Red Ale ist, glaube ich, nicht so deins, oder? Kommt auf den Red Ale an. Es kommt auf den Red Ale an. Also nicht jedes Red Ale ist meins, aber es kommt drauf an. Es kommt aus Frankfurt. Und? Spricht was gegen Frankfurt? Nö. Haben guten Trainer gehabt. Haben die euch nicht besiegt? Also ich glaube, die letzten beiden Male nicht mehr. Ja, okay, aber davor haben die euch richtig platt gemacht. Ja, ihr kauft ja immer die Besten ab. Das ist ja so. So, Frankfurt finde ich übrigens auch keine schöne Stadt, sorry. Also wie heißt das? Es gibt so einen Stadtteil, der ist noch ganz schön. Aber Frankfurt bin ich nie warm mit geworden. Da war ich schon eher relativ häufiger, aber ja. Es tut sich ein bisschen was, aber es ist nicht so meine Stadt. Von daher bin ich mal gespannt, ob die Bier können. Frankfurt ist, okay. Ja, die machen ja normalerweise Appleboy. Okay. Ja, Apfelwein hier, Appleboy. Ja, ja. Gibt da sogar extra so eine Straßenbahn, die durch Frankfurt fährt, wo dann der Appleboy Express heißt die, glaube ich. Da kannst du halt Appleboy drin trinken die ganze Zeit. Können wir auch machen, wenn wir da durchkommen, durch die Pilgerfahrt. Ja, können wir auch mal. Also, Appleboy. Das ist aber so ein komisches Getränk, ne, glaube ich. Apfelwein. So. Ja, Apfelwein. Okay. Gut, während okay. du noch trinkst, mache ich den schon mal auf. Ähnlich wie gerade der Nürnberger wird auch hier noch mal groß die Skyline gefeatured auf dem Etikett. Welches ich übrigens auch eigentlich ganz hübsch finde. Und es schäumt oben schon gut raus. Das heißt, das Bier will ins Glas. So, das ist doch auch ein rotes Bier, wie ich es erwarte. Rot. Ich habe Hunger auf den Döner bekommen. Fahren wir nach Nürnberg? Ich meine, den besten Döner in Dortmund, den kriegst du ja meistens schon ab 8 Uhr nicht mehr. Jo. Wo? Das ist der an der Hohen Straße. Ja? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Das ist der zweite Laden von denen. Die haben einen im Vorort gehabt und der ist mal von den Runderrichtern besser Döner Dortmunds geworden. Ja, stimmt. Und der ist wirklich gut und die machen echt nur einen Dönerspieß. Und wenn weg, dann weg. Die hauen keinen neuen drauf. Ja. Und ich bin da schon an Samstags um 20 Uhr irgendwas angekommen. Man muss dir vorstellen, Samstags. Und dann war weg. Und dann haben sie gesagt, nö, wir machen keinen neuen. Weil wir die Qualität nicht aufrechterhalten können. Nee, das ist gut. Und der ist echt gut. Das ist Malaschkel aus Ewi.
Kann sein. Ja, also ich weiß es aus dem Kopf nicht. Der macht das wirklich so. Das ist ein sehr leckerer Döner. Und ich würde öfters dorthin gehen, aber es ist halt eine andere Richtung. Aber noch ein Dönerladen in Dortmund, was selber einen Döner macht. Weil Döner ist nicht gleich Döner, ist wirklich so. Döner ist nicht gleich Döner, haben wir gerade schon gelernt. Ja. Bier ist nicht gleich Bier, Pizza ist nicht gleich Pizza. Genau. Und in Dortmund gibt es noch einen an der Herderstraße. Der ist auch um 8 Uhr, gehst du dorthin, da ist so ein riesen Spieß noch dran und sagst so, ich will Döner, ausverkauft. Aber da ist er, ja, Bestellung. Das ist noch schlimmer, also das ist Cognac-Grill. So. Also meine Nase ist zu, deswegen riechen tue ich nicht viel, also musst du was sagen. Du wirst lachen. Riecht gleich. Der riecht genauso gleich. Ansonsten von der Farbe her, genau, wie ich gerade schon gesagt habe. So, wie man es erwartet bei einem Red Ale. Also es ist in Auftrag von Biothek gebraut worden. Bei denen ist das so, jeder Laden braut sein eigenes Bier. Und das ist der Laden in Frankfurt. Und das ist der Laden in Nürnberg. Und also ich bin gespannt, wie der schmeckt. Ich denke schon, und der wurde auch in Frankfurt gebraut übrigens. Nürnbier wurde irgendwo in Franken, da in der Ecke gebraut. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, habe ich vergessen. Aber der wurde auf jeden Fall in Frankfurt, das weiß ich. Ich finde es süß. Also ich wollte sagen, finde ich super, also fair enough, finde ich immer noch super. Aber ich finde halt im Nachgang süß. Du wirst jetzt lachen. Warte, ich muss noch mal probieren, bevor ich was sage. Ja, überleg du mal, und ich habe gerade auch gar nicht geantappt, so. Das hole ich dann dementsprechend jetzt mal kurz nach. Das ist so ähnlich wie die anderen zwei Bieren. Wie? Also ich schmecke... Also ich meine, es schmeckt schon wie ein Red Ale, da kannst du jetzt nichts sagen. Ja, es ist Red Ale, aber es ist so ein Hauch Rauch. Also ich schmecke den Unterschied. Okay, es ist Red Ale, man sieht das. Es ist dunkel, oder rötlich. Vom Geschmack her habe ich denselben Geschmack. Das ist rauchig. Nur Kleinigkeiten sind anders. Der hat mehr Kohlensäure. Achim, das ist dasselbe Bier, nur in Rot. Es ist nicht schlecht, um Gottes Willen, aber das ist dasselbe Bier. Also mir ist es so süß. Und süß ist das? Ist da Zucker drin? Also ich finde, das schmeckt total süß. Da kannst du mir sagen, was du willst. Und deswegen finde ich es auch nicht gut. Also in Ordnung. Also ich trinke es auch, aus und ich zwing's mir nicht rein. Kein Thema. Ich gebe eine 3. Eine 3. Okay, du gibst eine 3. Also wenn das wirklich dasselbe Bier ist, bin ich enttäuscht. So ein bisschen, sage ich offen und ehrlich. Weil ich habe was anderes erwartet. Aber vom Geschmack her, es ist nicht schlecht, um Gottes Willen. 3-2. Ein 3-2 würde ich geben. Schlecht ist es nicht, um Gottes Willen. Also, naja. Aber es ist nicht mein Fall. Du hast recht. Also, meine auch nicht. Und ich trinke ja gerne Red Ale. Ja, das stimmt. IPA und Red Ale sind. Können auch noch mal gucken, haben wir gerade übrigens nicht gemacht, also jetzt mal eben kurz nachholen. Bleiben wir aber mal beim Skyline. 190 Bewertungen im Durchschnitt 3,42. 3,42? Ja, also 3,2 habe ich gesagt. Und jetzt noch mal gerade hier unser Nürnbier. Da Durchschnitt 3,5. 3,5. Da sind wir nicht so weit weg, aber hier schon eher. Also die Richtungen sind bei allen drei Bieren gleich. Die Richtung vom Geschmack her.
Die beiden sind hell, die sind identisch. Der Skyline ist süß, so wie du das schon gesagt hast. Phänomenal. Karamell. Also wahrscheinlich ist das für Karamell. Ja, aber. Also, kannst du trinken, aber ist jetzt nicht unbedingt was ich mir jetzt nochmal kaufen würde. Bei der Vielfalt an Bieren, die wir sonst noch so im Markt. Also Faust würde ich sagen, ja. Faust ist okay. Alle anderen. Es ist nicht schlecht, es ist aber. Zumindest nicht unseres. Nicht unseres, genau. Aber es ist jetzt auch keins Übel halt. Also wie gesagt, das ist einfach zu süß. Wer ein süßes Red Ale probieren möchte, der ist da, glaube ich, ganz gut beraten hier bei diesem Skyline Red Ale. Ja. Also ist es nicht. Also ich finde schon, dass er qualitativ gut schmeckt. Aber es ist jetzt, keine Ahnung. Also auf jeden Fall das Hochzeits. Okay. Da sind wir uns aber einig, dass das unser Favorit ist. Das ist von den dreien. Achims Faust. Dir gefällt es, weil es rot-weiß ist bestimmt, ne? Das ist ja nicht weiß. Das ist rot. Das ist Pergament. Pergament. Sieht aber wie FCB aus. Naja. Gut. Ja, dann trinken wir das jetzt noch hier in Ruhe aus. Wird ein bisschen dauern, weil, wie gesagt, mir ist es zu süß. Okay, du kippst es einfach weg. Zack. Das ist zu kostbar, um wegzuschütten. Da haben wir auf jeden Fall unseren Favoriten gefunden. Die anderen beiden dann eher nicht. Und ja, ich sag mal dann Prost noch, mein letzter Schluck. Bis zum nächsten Mal.